Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge hier im Train Simulator Classic 2024 hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir auf der brandneuen Route Karwendelbahn, also ein Streckenupgrade, ein ganz neuer Streckenupgrade für die Mittenwaldbahn von DDG. Und das möchte ich gerne heute mit euch testen. Mal zu gucken, was hier alles so verändert wurde, wie es so ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen als allererstes in den Führerstand, wie immer. Ja, lassen wir erstmal die Fahrgäste hier noch einsteigen. Dann machen wir die Instrumentenbeleuchtung an, machen noch die SIFA, die PZB. LZB hat das Ding hier nicht. Und ja. Genau, und dann geben wir hier noch ein passendes Zugziel ein. Mal gucken, ob wir hier einen haben. Nach Innsbruck fahren wir. Oder wir müssen halt durch das Fiktiv gucken wir mal, was das so alles gibt. Ich glaube, hier war irgendwo Innsbruck. Genau, Innsbruck Hauptbahnhof. Dahin fahren wir. Genau, passend zu der Strecke habe ich auch noch die Bahnland Bayern 111 genommen. Eine der schönsten 111er, die es gibt. Ja. Genau, ich wollte noch was gucken, also wo ich ja vorhin aus Versehen Steuerung Shift F2 gedrückt habe. Ja. Ja, also. Ja, lass mal so. Gut, dann. Ja, und die Gleise hier, ne? Das sind, glaube ich, keine Ahnung, was für Gleise das hier sind, aber. Die Gleise habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen im Train Simulator, aber die sehen auf jeden Fall, ja, die sehen auf jeden Fall schon richtig krass aus. Ne, also die sehen auf jeden Fall sehr realistisch aus, die Gleise hier. Also auf jeden Fall besser als alle anderen Gleise, die ich bisher im Train Simulator gesehen habe. Also es sind vielleicht repaintete VR-Gleise oder so. Ja, muss ich da mal gucken, was für Gleise es wirklich sind. Aber die sehen auf jeden Fall richtig schön aus, also richtig realistisch aus. Ja. Also auf der Route hier, auf der Upgrade-Route wurden, also Signale wurden auf jeden Fall ausgetauscht, Vegetation und Objekten hinzugefügt, Bahnhöfe ein bisschen umgebaut, also nach Realität angepasst. Ja. Sieht schon richtig geil aus.
Aber das sind noch irgendwelche Milchgläser, also das heißt, ich habe irgendwas noch vergessen zu installieren. Oh, 500 Hertz, wir müssen dann unter 25 sein. Ja, mit der 111 ist es auch ein bisschen schwierig, ne? Na, dass man halt nicht so die Geschwindigkeit hier einhalten kann, ne? Weil man ja immer die Fahrstufen aufschalten muss, abschalten muss, ne? Und das halt somit auch ein bisschen, ja. Okay, wir können jetzt wieder schneller. So. Da kommt schon ein Bahnhof direkt. Keinzenbad. Befreien wir uns mal von der PCB. Oh, ich habe auf jeden Fall, so wie es aussieht, noch einige Sachen nicht installiert. Obwohl ich eigentlich schon alles installiert habe, aber muss ich dann später nochmal in die README schauen. Falls ich doch was vergessen habe. Ja, da ist das DB-Logo schon abgeblasen. Genau. Also die Strecke sieht jetzt mit dem Upgrade schon mal richtig schön aus. Das, also ich glaube, es ist wieder mal eine der besten Strecken-Upgrades, die es gibt. Also bin wirklich begeistert von das Upgrade hier.
Ah ja, wie schön es wäre, wenn ich jetzt in einem echten N-Wagen drin sitzen würde, ne? Und dann so richtig, ah Mann. Was laber ich denn jetzt da schon wieder? Genau, ich wollte sagen, es wäre schön, wenn ich jetzt in einem echten N-Wagen drin sitzen würde. Und dann das Fenster hier runterkippen könnte und dann, na, und dann schön Luft einholen könnte. Ja, ich bin letztens auch mal mit N-Wagen gefahren, TAI. Ja, das war geil. Fenster runtergemacht. Und dann aus dem Fenster rausgeschrien. Und dann auch schön Luft ins Gesicht bekommen. Ne, mit 140 Gramm H oder 160, weiß ich nicht. Das war schon geil. TI fahren bockt schon. Was heißt TI? Allgemein N-Wagen. Ich wollte erst Pause drücken. Nicht direkt schon Screenshot machen. Lass mal gucken, ob ich vielleicht. Ein schönes Thumbnail hier rumkriege. So eher, ne? Das wird ein richtig geiles Thumbnail. Schade, dass die 111 keine AFB hat. Das wäre schon sehr praktisch gewesen. Aber ja.
So, Gleis. Gleis.
Welche Taste ist denn eigentlich nochmal die Lokbremse? Also wenn ich nur die... Warte. Nee, geht nicht. So, wir sind jetzt schon mitten im Wald gleich. Wir haben noch ein ganzes Stück bis nach Innsbruck. Oder ich beende das Video einfach schon hier in Mittenwald, weil nach Innsbruck, ja, es dauert schon. Es könnte schon noch eine Ewigkeit dauern. Deswegen, ja. Ich beende das Video einfach schon in Mittenwald. So, Mittenwald. Die Gleise sehen schon echt krass aus. Also, am besten wäre, diese Gleise jetzt in jeden Streckenupgrade zu verbauen, weil, also ich finde, die Gleise, die hier bei der Route verbaut sind, die sehen schon, also das sind, finde ich, die besten Gleise für den Train Simulator, die es gibt. Ja. So. Dann beende ich das Szenario schon an der Stelle. So.
Mein Feedback zu der Strecke. Ja, also ich finde, es ist ein richtig geiles Streckenupgrade und ich hoffe, dass demnächst auch noch ein paar Szenarien für die Route kommen werden. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, weil ich finde, das ist schon eine der besten Streckenupgrade für den Train Simulator, die es gibt. So, dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder und damit ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Adriano LP.